Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Action-Haul für dich und du Belli, eine Dame auf dem Parkplatz, hat mich gefragt, na, ist da ein Umzug am Start? Ich musste so lachen. Okay, also wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was ich hier so habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich 4 große Action-Tüten nachher rausgeschleppt. Dann hatte ich hier gleich noch, seht ihr gleich auch so ein Boxenvieh, ein großes Ding. Und ja, ich hatte 2 Einkaufswagen. Es sind halt auch viele Deko-Sachen drin, die einfach groß und sperrig sind. Und deswegen ist es, wie es ist. Bevor ich starte, hier Produkte in die Kamera zu halten, wäre es mega cool, wenn du mal schaust, ob du mich noch abonniert hast, denn durch den ganzen Hack ist alles so ein bisschen auf links gedreht. Und falls du sogar ganz neu hier sein solltest, hi, moin, wäre total cool, wenn du meiner Crew beitreten wollen würdest. Klick einfach auf den Abo-Button, dann verpasst du keine Videos. Hier geht jeden Tag ein Video online. Über Beauty, dies, das, Ananas, Schminkies, Unboxings, Reviews, Hauls. Oh mein Gott, hier geht die Panne ab, ich sag's dir. Und ja, dann noch eine weitere kleine Werbegeschichte in eigener Sache. Bis zum Sonntag, also übermorgen quasi dann, ne, habe ich noch den Code BeautyClaudi für 20% Rabatt auf alles bei Dalton, außer auf die Streichpreise. Selbstverständlich aber auch auf meine eigene Beauty Bag. Schaut da super gerne auch mal im E vorbei, da verlinke ich dir das Unboxing. Kannst du gerne mal vorbeischauen. So, ich habe versucht, das Ganze hier so zu kategorisieren. Und ich würde jetzt einfach mal mit den Baby-Kinder-Spielsachen starten. Oh Gott, die haben so schöne Dinge, ich sag's, ne? Also, zuallererst habe ich hier eine Picknickdecke gefunden. Die fand ich sehr interessant, weil wir haben ja relativ viel Rasen. Aber wir haben auch einen Hund und hier ist auch Wald. Das heißt, wir haben hier auch Insekten und Viecher und hast du nicht gesehen. Dementsprechend, sich einfach so auf den Rasen zu setzen, ist immer eine Herausforderung und für Babys ist es, glaube ich, erstmal auch noch gar nicht so gut. Das heißt, da sollte man definitiv eine Decke drunter packen. Und hier habe ich halt eine gesehen, die war auch im Wochenangebot, ne? Fleece Picnic Plate und die hat halt unten drunter so eine etwas feuchtigkeitsabweisende Geschichte. Sollst du angeblich nur bei Handwäsche waschen. Ich werde so oder so in meine Waschmaschine packen und ja, du hast hier halt so ein bisschen was. Ne, das ist dann halt nicht ganz so super krass, dass du direkt mit dem Poppes im Rasen sitzt quasi. Und ich habe mir gedacht, das wäre ganz gut. 1,30 x 1,70, ne? Ja gut, da passen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt alle Kuscheln zusammen drauf. Also Schatzi, Julius und ich. Sammy will ja auch noch mit dabei sein. Ich glaube, jeder kann da irgendwie gefühlt einen Fuß dann auf die Decke packen. Egal. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Dann, oh mein Gott, ja. Seifenblasen. Was kosten die? 1,99, 2,99. Ich schau mal, ob ich es schaffe, euch die Preise einzublenden. Die mussten mit. Bubble Stick. Ist eigentlich ab 3 Jahren, ne? Aber ich gehe davon aus, dass Julius das hart feiern wird, wenn wir das irgendwie im Garten machen werden. Eigentlich eher so ich. Und ich glaube auch, dass das Schatzi das cool finden wird. Hat mich so ein bisschen auch an meine Kindheit erinnert. Da hatte ich nämlich immer so Zauberstäbe. Ich habe sie so geliebt, ne? Und dann habe ich das da gesehen und habe mir gedacht, so, du kommst mit. Ja, also ich mag es super gerne bei Action halt zu stöbern und so neue Sachen zu finden. Ich mag auch ganz gerne einfach diesen ganzen holländischen Flair, ne? Also das ist ja ganz cool. Man findet halt auch viele Deko-Sachen im Boho-Style. Du findest eigentlich auch für jeden Einrichtungsstil irgendwas. Du findest Kinderspielzeug, du findest alles Mögliche. Und wenn man so ein bisschen das System durchschaut hat, dann findet man sich da auch relativ zurecht. Etwas, was ich tatsächlich zweimal mitgenommen habe, weil einmal dann für Julius, beziehungsweise eher so für uns, und einmal dann für seinen Cousin von Paw Patrol eine Bubble-Maschine. Oh mein Gott, ja. Wenn sein Cousin das nächste Mal zu Besuch kommt, ich glaube 8,95 hat das Teil gekostet, ne, dann kriegt er das halt geschenkt und er freut sich. Der malt immer so schön ein Bild für Julius und so. Oder wenn wir da mal zu Besuch sind, ich glaube, das findet der ganz cool. Und der steht halt auch auf Paw Patrol. Und die haben auch selber einen Hund und dann, ne, das impfen die Eltern schon irgendwie ein. Also das ist bei uns ja auch so, dass Julius mit Sammy groß wird und dementsprechend, ne, ist es dann wahrscheinlich auch so ein Hundekind und das finde ich alles total toll. Hier hast du auch Seifenblasenflüssigkeit mit dabei, kannst du aber auch mit Spüli und Wasser nachher auffüllen, ne? Und ich finde das super. Aber es ist Geschmackssache, ne? Nicht jeder mag das dann auch mit Plastikspielzeug und so weiter und so viel Tralafitti. Ich bin da halt einfach Fan von. Dann ist Julius ja schon aus dem einen oder anderen rausgewachsen und wir wollen die Kinderkleidung aber trotzdem behalten. Wer weiß, was dann irgendwann nochmal kommt, ne? Und deswegen
wollte ich diese Vakuumierbeutel einfach haben. Und ich hatte mir das nämlich zu Hause auf die Liste geschrieben, dass ich mal bei Amazon oder so nachschauen wollte. Und ja, habe das dann aber tatsächlich auch bei Action gefunden. Hier sind jeweils zwei Stück drin, einmal in M, 50 x 86 cm und einmal in L, 74 x 1,30. Und dann machst du halt die Kleidung in den Beutel rein und kannst dann mit dem Staubsauger die Luft raussaugen. Und ja, hast dann auf jeden Fall das Ganze etwas komprimierter, finde ich mega. Und ja, die ganzen Kartons und so. Und ich finde das total schön, wenn man halt einfach das auch so luftdicht verschlossen hat. Dann kann ich das auch in den Keller packen oder so und muss mir da keine Sorgen drum machen, ob da irgendwie was, ne? Deswegen habe ich da auch direkt mal 5 Stück von mitgenommen. Ne? Viel hilft viel, weil vielleicht packen wir dann ja auch von uns Sachen runter. Und das ist halt auch die Sache, du kannst ja dann Sommerkleidung, Winterkleidung, das machen ja auch viele, ne? Dass du dann deine Winterkleidung im Sommer einfach so vakuumierst und runterpackst. Ich habe keine Ahnung, inwiefern und wie oft man die wiederverwenden kann, aber es wäre ja ganz schön, ne? Also so von der Idee her. Hier habe ich den zweiten Bubbler. Nennen wir ihn Bubbler. Dann habe ich hier auch noch mitgenommen von Paw Patrol, so Sandkastenspielzeug. Ich weiß, wir haben auch noch keinen Sandkasten und so, ne? Aber ich fand das einfach so süß. Ei, fand ich das süß. Und dann musste das mitkommen. Das fand ich einfach in Ordnung. Und Julius kann auch nicht mal sitzen und klar, die kauft Sandkastenspielzeug. Das ist eine ganz, ganz großartige und erwachsene Geschichte. Aber ich fand es einfach süß. Dann ist ja im November auch sein erster Geburtstag. Und dann habe ich jetzt schon mal im Juni, warum auch nicht, einen Folienballon mitgenommen mit einer 1. Und dann wird er aufgepustet und aufgestellt. Man freut sich einen Keks. Ist jetzt auch mit so Regenbogenfarben. Das fand ich ganz schön, ne? Ja, ich hatte erst 1, 2, 3, 4, 5 in der Hand, dann so, nein, Claudi, nein, es wird nicht so sein, dass quasi nächstes, übernächstes, überübernächstes und so weiter, ja, sowas nicht mehr vorhanden sein wird. Ansonsten nimmst du den Plakat und malst da die Zahlen drauf. Das war einfach verrückt. Okay, dann habe ich auch noch mitgenommen Säckchen, das sind jetzt Winnie Pooh-Säckchen, 3 Paar. Süß, ne? Säckchen sind einfach großartig. Ich finde die total cool und ja, ne? Also ich mag das auch ganz gerne, wenn ich Julius Söckchen anziehe. Julius mag nackige Fußis, also quasi mit nackten Füßen und dann kann er sich auch besser rollen und so weiter. Aber ich bin halt so eine Mutti, wenn mir kalt ist, dann ziehe ich ihm lieber noch ein bisschen was über. Das ist halt so. Dann habe ich hier jetzt für den Sommer auch ganz passend so Stretch Baby Rompers mitgenommen. Also einfach so Baby Bodies, kurzarm, kurzbeinig, ne? In der Größe 74 bis 80, 6 bis 12 Monate passt. Und ich hatte auch schon mehrere Sachen von Action sowohl geschenkt bekommen als auch selber gekauft. Und ich muss sagen, dass ich die Qualität echt gut fand und das definitiv empfehlen kann. Ich packe die auch in den Trockner und da passiert nichts mit. Also auf jeden Fall eine empfehlenswerte Geschichte und so weiße Sachen, die kannst du halt auch noch ein bisschen mehr von Karottenflecken und so entfernen. Und dann habe ich noch mitgenommen, ja, ich habe jetzt hier auch gerade oben ein Babyfon, weil Julius gerade schläft, ne? Und da sind dreifach A-Batterien drin. Und ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich da normale Batterien für nehme. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal in wiederaufladbar genommen, also als Akkus von Varta Recharge EQ. Da sind jetzt 8 insgesamt, also ja. 4 und 4. Ne? Genau, die werde ich dann auf jeden Fall ins Babyphone reinpacken, weil das ist jetzt ja quasi die ganze Nacht und so immer an. Da werden dann die Batterien immer relativ schnell leer und das ist, glaube ich, schon ein bisschen nachhaltiger. Aber über Nachhaltigkeit zu sprechen in einem Action Haul ist immer eine grenzwertige Erfahrung, um das mal so zu sagen. Der nächste Exkurs, ist das eigentlich cool, wenn ich hier mit einer Tüte auf dem Schoß sitze? Ich weiß ja nicht, ne? So ist, glaube ich, besser, ne? Schauen wir mal in der Küche vorbei, genau. Microfiber Cloth, da habe ich 4-mal diese Mikrofasertücher-Gedönsen mit dabei. Wenn man die wäscht, sollte man definitiv so einen Wäschesack drumherum machen, damit quasi diese Mikrofaserpartikel nicht ins Abwasser gelangen können, ne? Das ist, habe ich mal irgendwo gelesen, dass das ganz gut sein soll. Und ja, sind 4 verschiedene Farben. Ich wollte die einfach mal auswechseln, weil unsere Lappen, entweder Putzlappen oder Küchenlappen, sind einfach nicht mehr schön. Also ich habe letztens einen tatsächlich rausgenommen. Der war halt, also die werden halt nicht richtig mehr sauber, so wirklich, egal was ich da drauf packe, ne? Die sind halt einfach Asbach. Die sind teilweise sogar mit uns hier wieder, also hingezogen. Das heißt, die sind teilweise 8 Jahre alt oder so, ne? Und ja, darf dann einfach mal was Neues geben. Deswegen habe ich, wie gesagt, die hier mitgenommen. Das ist halt dieses fürchterliche Material, wenn du halt so ein bisschen rauffingerst, die ich definitiv gerade habe, und dann so da drüber gehst, da kriege ich
Also mag ich gar nicht. Gänsehaut kriege ich nicht davon, aber ich kriege da, mag ich einfach nicht. Dann habe ich auch mitgenommen neue Geschirrtücher, weil das Ähnliche, was quasi unsere Putzlappen oder wie nennt man die denn, die man nass macht halt, nicht mit denen man nochmal trocken nachwischt, ne? Die sind halt einfach irgendwann auch Richtung Putzlappen, also wo man trocken nachwischt, auch irgendwann mal gelandet, weil mein Freund die dann vielleicht auch mal mit in die Werkstatt genommen hat oder als wir hier renoviert haben und so, dann beim Tapezieren und so. Die Dinger sind echt nicht mehr schick und dann habe ich halt gesehen, dass es, ich weiß nicht, für ein Apfel und ein Ei dieses Zweier-Set immer gab und da habe ich mir einfach verschiedene Farben von mitgenommen. Das ist ja einmal mit so einem Muster, Waffelgedönsen und dann ist das quasi hier diese Leinenoptik. Ich weiß nicht, ist Baumwolle, oder? Weiß ich nicht. Was ist das denn für Material? Habe ich gar nicht geguckt. Sollte ich mal schauen, wa? 70% Baumwolle und 30% Polyester. Okay, dann gucken wir mal, wie sich das macht, wenn das dann auch wirklich mal durch Waschmaschine und Trockner durchgejagt wurde und ein paar Mal verwendet wurde, denn ich bin kein Mensch, die ihre Geschirrtücher bügelt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr eure Geschirrtücher bügelt. Ich mach's nicht. Habe ich dann halt auch nochmal in diesem etwas, ja, Ton mitgenommen. Und das hier ist ein Grau. Das andere war dann eher so ein Petrol. Und das hier ist ein Mintgrün. Das mag ich halt einfach super gerne. Voll meine Farbe. Wobei dieser Ton ist auch so ein bisschen dieser Ton. Undefinierbar ausgewaschen mit, also dunkelgrün Mint irgendwie. Okay, dann musste mit, einfach weil es da auch stand, Unicorn Cotton Candy. Ja, es musste einfach mit. Ich hatte Bock auf Zuckerwatte. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich da an der Kasse stand, einige hatten dieses Ding auch mit dabei, ne? 28.04. ist hoffentlich das Produktionsdatum. Wobei Zucker wird ja eigentlich nie schlecht. Das ist ja ein uralt, was auch immer, Dingenskirchen. Machen wir erstmal mit ein bisschen Food weiter, dann habe ich auch ein bisschen Platz. Das hatte ich in einem anderen Haul gesehen, Milk Chocolate Covers Peanut. Da habe ich mir gedacht, könnte das vielleicht eine Alternative zu M&M sein? War relativ günstig mit 1,89 für die 260 Gramm, ne? Dann zahlt man da auch gerne mal ein bisschen mehr für. Wollte ich mal probieren. Meinem Freund habe ich mitgenommen, weil der gerne so Sweet Chili mag von Lay's Super Chips. Ich weiß nicht, wie intensiv dann diese Chili-Schärfe hier drin ist, aber ich dachte, ich mache ihm damit eine Freude, weil ich habe eigentlich nach Linsenchips für mich gesucht, keine gefunden und die dann halt einfach für Schatzi mitgenommen. Die müssen eigentlich immer irgendwie mit, weil ich die einfach so lecker finde. Die Hitze haben ihnen nicht so gut getan. Patisserie, Apricot Puff Pastry oder Puff Pastry, das sind Aprikosenhappen. Gebäck mit Aprikosenfüllung, genau. Ich finde die super lecker. Man muss dazu schon ein bisschen was trinken, weil die sind halt nicht so super saftig. Die haben halt eine Aprikosenfüllung drin, aber keine so marmeladenartig. Also es ist nicht so super feucht, ne? Das heißt, schon ein Käffchen oder Kakaochen dazu trinken, dann ist es auf jeden Fall super. Und ich mag das einfach so gerne. Die habe ich auch eher für Schatzi mitgenommen. Das ist von Chuck Cracker. Jo, habe ich mir gedacht, wird er vielleicht toll finden. Dann möchte ich bei uns in der Küche auch ein bisschen mehr Ordnung, Einheitlichkeit. Also ich kriege manchmal einfach die Pimpernellen, weil mein OCD so ein bisschen kickt. Aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit, einfach so das ein oder andere hier oben in die Küche reinzupacken. Da haben wir uns eine ganz kleine geholt, also nichts Wildes. Aber dass man da so große Sachen, die du einfach so selten brauchst, wie jetzt gerade aktuell halt zum Beispiel ein Bowle-Set oder ein Rumtopf oder so, ne, dass ich den dann einfach hier oben reinpacken kann und unten halt einfach Platz für mehr habe und da dann auch das Ganze etwas geordneter haben kann, etwas übersichtlicher. Und ich habe immer auch von meinem Müsli zum Beispiel so eine so ein Tray gehabt, wo ich auch mein Müsli reingemacht habe, dass ich dann immer, wenn ich mir Müsli morgens gemacht habe, einfach was rausschütten konnte. Und ich finde es auch mega, mega schön und mag das auch gerne leiden, wenn ich dann immer den Füllstand auch so sehe und so. Ist bekloppt, ich finde es großartig. Und da mein Freund halt ab und an halt auch ein anderes Müsli hat, wollte ich das einfach irgendwie einheitlich haben und so. Deswegen habe ich da einfach hier zwei von diesen Curva Dry Food Storage 2,3 Liter Dingern mitgenommen. Das sind diese großen. Da könntest du auch theoretisch irgendwie größere Sachen noch reinmachen. Keine Ahnung, Kekse oder so offensichtlich oder Marshmallows. Und dann ist es so, dass ich ja auch super gerne dieses von DM zum Beispiel, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich fülle das immer direkt um, dann habe ich die Verpackung nicht mehr, ne? Das ist so ein Crunch fürs Müsli. Das möchte ich mir gerne hier reinmachen. Da könntest du aber auch Nudeln und auch mal wieder Kekse reinpacken, ne? Da haben wir 1,3 Liter.
ist Plastik. Das finde ich jetzt eher so, hm. Aber man kann es angeblich in die Spülmaschine machen, was ich schon wieder gut finde. Und das ist BPA-frei. Es war auch nicht das günstigste, was ich da gefunden habe. Also es gab da schon durchaus unterschiedliche Preise. Und das war auch gar nicht so günstig. Wirklich nicht, ne? Das fand ich schon interessant. Also ich habe insgesamt ja 270 Tacken nachher bezahlt. Oh mein Gott. Und das hier ist die Box, wo Schatzi dann seine Rosinen reinmachen kann, weil er gerne in seinem Müsli nochmal extra Rosinen hat, weil er das Müsli, was er hat, ohne Müsli nur im Aldi zum Beispiel bekommt. Von Vitalis gibt es das mit, das ist dieses Knusper-Müsli, mit Rosinen, aber im Aldi halt nur ohne. Und deswegen holt er sich dann immer separat einfach Rosinen und dann machen wir die hier rein. Dann hat man das Ganze irgendwie einheitlicher. Und dann kann man das so, die drei Dinger so nebeneinander stellen, weil das hier ist auch noch so groß wie das hier. Wisst ihr, das ist irgendwie so ein bisschen... Okay, dann habe ich für hier oben mir so eine Karaffe geholt, das ist diese hier. Da wollte ich mir dann Tee quasi reinmachen, ne? Also einfach Teebeutel und Wasser und den dann ziehen lassen, kalten Tee. Und das hier ist Glas hier unten. Genau, das war dann an der Kasse auch runtergefallen. Ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann sagte die Frau auch, nee, nee, alles noch heile. Okay, wenn die das sagt. Das Ding hier oben ist eher so, naja, der hat einen Sprung. Ach Mist, das hätte ich, ach Mann. Der ist doch gesprungen, guck mal. Aber das ist das Plastik hier oben. Das ist mir in der Kasse nicht aufgefallen. Ach, wie doof. Hm. Mann, naja. Ist ja eh mit Auslauf und so, ne? Aber das ist kacke. Schade. Sie hatte sich das alles nochmal angeblich angeguckt und gesagt, das ist heile. Und ich habe mir eigentlich mehr so das Glas angeguckt. Naja, egal. Ist wie das. Dann habe ich mir auch hier oben Gläser mitgenommen. Die waren auch 2,99 oder so für 6 Stück. Hallo. Richtig krass. Doro 6. Witzig. Ja, das sind einfach so große Gläser. Und ja, ich finde das ganz gut, wenn ich hier oben dann auch im Schrank Gläser habe. Dann einfach Wasser rein oder hier eine Karaffe, blam. Und dann hast du hier wahrscheinlich 2 Gläser in der Karaffe. Läuft. Und was ich für unten geholt habe, mir geht's auf den Sack. Wir haben ja diese ganzen Küchenutensilien, die wir dann immer irgendwo in Schubladen oder so schmeißen. Dann passt das nicht, dann gehen die Schubladen nicht richtig zu. Dann machst du das in eine andere Schublade, wo es eigentlich nicht reingehört. Und kein Mensch weiß am Ende, wo es dann war. Das nervt. Und dann habe ich jetzt von Alpina dieses Ding hier gesehen. Ja, 7 Kitchen Tools. Ich hoffe, dass die Qualität okay ist. Mit einer Suppenkelle, mit einer Nudelkralle, mit so einer Schöpfgeschichte und... keine Ahnung, so ein Küchenfreund, also Pfannenwender, ne? Also ich glaube, hier hast du schon alles irgendwie mit dabei. Und das steht dann auch auf dieser Fläche dann bei uns im, ne? Und das, ich glaube, das kommt ganz gut. Das kommt dann gleich in eine Spülmaschine und dann schauen wir mal, wie das so in Anwendung funktioniert. So, jetzt mache ich mal weiter mit Kunstblumen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Echte Blumen sind natürlich das Allerschönste auf der Welt. Aber zum einen sind sie dann auf Dauer, wenn man sie immer wieder erneuert, relativ teuer. Und ich finde es irgendwie einfacher, wenn man auch mal Blumen vergessen kann. Also ich habe unten bei mir im Wohnzimmer auch super viele Blumen. Ich habe einen riesengroßen Garten, wo ich sehr, sehr viele Pflanzen habe, wo ich meine Beerensträucher habe, wo alles blüht und wächst und gedeiht. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich hier oben einfach in dieser Etage nicht irgendwie ständig Blumen gießen muss oder ständig Blumen erneuern muss. Das mache ich dann einfach unten in unserer generellen Wohnebene. So. Und ich hatte gesehen, dass Action jetzt auch gerade so diese Blumensträuße in der Vase für einen sehr günstigen Preis anbietet. Also im Prinzip ist das schon der Wert der Vase und die Blümchen hast du jetzt einfach nochmal on top, ne? Ich habe mir vorgestellt zum Beispiel dieses große Ding, was 7,99 € kostet, was jetzt aus der Entfernung auch gar nicht so aussieht wie Kunstblume, finde ich, von nahen schon, ja, ne? Aber da habe ich mir gedacht, das wäre auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte, wenn ich das hier oben auf den Tisch in dem Wohnbereich stelle, erstmal, solange hier noch kein Spielzimmer entsteht, weil hier ist jetzt aktuell noch der Plan, dass wir so ein bisschen das Ganze gestalten für, wenn ich Mädelsabend habe, wenn Schatzi Männerabend hat oder wenn Verwandtschaft vorbeikommt und man keinen Bock hat, unten aufzuräumen. Da haben wir dann einfach hier eine Möglichkeit zu sagen, wir gehen nach oben. Und ja, deswegen habe ich da einfach mal so ein paar Blumis für den Tisch bestellt. Ich glaube, das sieht auch gar nicht so verkehrt aus und ne, ich glaube, das kann was. Und ansonsten habe ich einfach für 7,99 € diese wirklich schöne Vase gekauft und kann dann da selber halt schöne Sachen reinmachen. Und eigentlich sieht das voll schön aus, wenn das die ganze Zeit so in mein Gesicht reinkommt. Egal. Und für 2,99 € habe ich diese beiden mitgenommen. Ist das nicht krass? Also jetzt mal ohne Flachs. 2,99 €. Allein diese Vase hier unten ist doch schon also krass, oder? Naja, also einmal habe ich ein Rosé-Ensemble mitgenommen. Also entweder... Das sieht auch wirklich toll aus. Egal.
Entweder wirklich, dass ich das dann auch im Wohnzimmer so in die Fenster reinstelle oder hier in der Küche oder sowas, ne? Einfach so, weiß ich nicht. Ich finde das schön. Ich mag solche Wildblumensträuße. Habe auch selber über so ein Blumenabo zum Beispiel mal nachgedacht. Habe mich immer wieder dagegen entschieden, weil ich dachte, ach komm. Ach komm. Und ja, ne, dann habe ich das ganz gerne, wenn ich das jetzt einfach so habe. Und dann komme ich hier hoch und dann sehe ich das in der Küche oder auf dem Tisch und denke mir, ach was schön, ein schöner Farbtupfer. Ne? Genauso auch dieser gelbe. Ja, wenn man sich das anguckt, dann sieht man das wohl, ne? Dass es halt schon Kunstblumen sind. Ja, okay. Aber weiß ich nicht, so ein bisschen aus der Entfernung und allein fürs Auge, damit so ein bisschen so Farbtupfer hier sind. Weil eigentlich möchte ich die federführende hier oben sein, die dann auch für die Einrichtung zuständig ist. Und eigentlich möchte ich das Ganze schon mit Farbtupfern haben, aber eigentlich eher so gemütlich mit gedeckteren Farben und nicht ganz so überladen. Das ist so meine Einstellung des Ganzen. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mir tatsächlich, man soll es eigentlich nicht, aber hier auf dem Balkon, ich habe hier oben halt einfach keinen Wasserschlauch liegen, ne? Ja, und man soll ja auch gar nicht so viel gießen. Und deswegen habe ich einfach, ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, einfach Kunstblumen für unseren Balkon geholt. Ich finde das ganz schön. Also der Balkon ist auch nach hinten raus zu unseren Nachbarn halt. Ich meine, ja, unsere Nachbarn interessiert es nicht, wie unser Balkon aussieht, aber es ist auch was Schönes. Oder wenn ich halt unten stehe und nach oben gucke und das dann sehe, das sind einfach Farbtupfer. Und diese Pötte und die Hängerkästen, die hatten wir noch. Die habe ich nämlich, als wir hier eingezogen sind, vor 6 Jahren oder so schon gekauft oder vor 5 Jahren und habe gedacht, das wäre eine super Idee. Nein, ist es nicht, da wirklich Blumen reinzupflanzen, weil das ist wirklich super krass aufwendig. Vor allem so viele, und da habe ich mich echt übernommen, die in der Erde einzupflanzen, funktioniert hier super. Hier wächst alles bombastisch. Wundervoller Boden, aber nicht irgendwie in so Pötten drin. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich da jetzt einfach Kunstblumen geholt. Ich habe das Ganze so beschwert mit Steinchen, die wir noch hier hatten. Also so Kunststeinchen, da hatte Schatzi mal irgendwann Terrariensteinchen gekauft. Ich hatte noch irgendwelche Dekosteinchen, ne? Dass halt nicht beim ersten Windstoß das ganze Kram wegfliegt. Schatzi sagte schon, naja, weißt du, vielleicht ist beim Sommer und Hitze und so und mal gucken, wie lange das Plastik so hält. Ja, aber man sieht es aus der Entfernung nicht unbedingt, dass es Kunstblumen sind. Bei der einen oder anderen siehst du es auf den ersten Blick. Aber ich fand es einfach schön und dann hat man diesen ollen Balkon, der wirklich ist, weil den müssen wir irgendwann mal neu machen, wenn, keine Ahnung, man im Lotto gewinnt, wenn man Lotto spielt, auch mal neu machen. Und da hat man das Ganze einfach noch ein bisschen aufgehübscht. Also für mich ist es so ein bisschen, ja, ich mag das einfach, ne? Wenn das so eine kleine Oasengeschichte ist, so meine kleine Wohlfühloase. Und ja, ich fand das toll und deswegen habe ich das auch so gemacht. Und für die Zeiten, wo ich dann ja wirklich unten bei uns in den Garten reingehe, um zu gärtnern, habe ich mir jetzt hier so Handschuhe mitgenommen, weil ich packe die auch bei uns immer in die Waschmaschine und die sind wirklich intensiv bei uns in Anwendung, weil, wie gesagt, alles wächst und gedeiht, das Unkraut auch sehr. Und ja, da habe ich in der Größe L mir diese Garden Gloves mitgenommen. M habe ich nicht gefunden, aber Größe 9 ist eigentlich die Größe, die sowohl meinem Freund als auch mir passt. Und da habe ich direkt 2 Paar von mitgenommen, ne? Dass halt entweder man zu zweit in den Garten kann oder immer eins auch irgendwie in der Waschmaschine sein kann. Die riechen intensiv, ne? Das Gummierte riechst du, du riechst, dass es günstige sind. Und ja, aber bei mir, egal ob ich jetzt hochwertige Gartenhandschuhe von Gardena für Arsch viel Geld hole oder halt die günstigen von Action, die halten bei mir wirklich gleich lang. Das liegt nicht daran, dass ich lange Fingernägel habe, weil das habe ich nicht. Also ich habe keine Krallen, ich habe, ne, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe ein langes Nagelbett, aber keine langen Fingernägel. Egal. Auf jeden Fall liegt es daran, dass ich halt intensiv am Rodeln bin im Garten. Ist wie es ist. Etwas, was ich dann jetzt auch noch ein bisschen so Richtung Garten erstmal wieder, ja, mitgenommen habe, ist jetzt hier was für Sammy. Das ist eine Schnüffelmatte mit Geräuschen und Squeaker hier oben, genau. Ich weiß nicht, ob das Ding lange überlebt wird. Das hat 2,99 € gekostet. Ich glaube, der hat da einfach Spaß dran. Und ich denke ja auch immer an Sammy, kann man das waschen? Ist das relevant? Man kann es bestimmt per Hand waschen. 100% Polyester war klar. Und hier in diese Taschen von diesem Mr. Krabs, meinem Krebs. Hummer. Hummer ist das, ne? Das ist ein Hummer. Ja. Dogtoy. Ja. Kannst du auf jeden Fall hier die Sachen reinmachen und dann legst du das ja hin und dann kann er Spaß haben. Finde ich super. Und Recycled PET Bottle Filling. Das finde ich schön. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett, dass dieses Knister-Knister recycelte PET-Flaschen sind. Knatsch, knatsch.
Etwas, was ich für hier oben geholt habe für Sammy, ist so ein Trinknapf. Ich hatte immer wieder einen von unten nach oben gestülpt und dann wieder nach unten gestülpt. Und es ist mir auf den Keks gegangen, deswegen hat er jetzt hier seinen eigenen. Und also seinen eigenen hier in diesem Raum. Und dann, ja, ist das super. Etwas auch für hier oben, weil wir hier Stühle haben und Fliesen, Filzgleiter. Oh mein Gott, als ich hier letztens Mädelsabend habe, sagte Schatzi dann zu mir, also ich habe zeitweise gedacht, die brecht gleich durch die Decke. Ja, wenn 10, 11, 12 Mädels hier so am Machen sind, dann kann das durchaus geräuschtechnisch so rüberkommen. Ja, war auch ein relativ günstiges Set. Ich hatte da verschiedene in den Händen und das hier ist halt auch wirklich eins mit verschiedenen Größen. Und ich fand das gut. Das hätte es auch in Weiß gegeben, aber ich habe mir gedacht, Weiß wird echt schnell schmuddelig. Und dann habe ich das Schwarze einfach mal mitgenommen. Und diesen Tray, den kannst du ja nachher noch weiterverwenden. Ja, was mache ich jetzt? Auch für hier oben, für die Balkontür, habe ich dann so einen Doorstop geholt. Einfach so ein beschwertes Ding, ne? Ich kann halt nicht diese mega schönen Stoffteile holen, die so beschwert sind. Zum einen wegen der Hundehaare, die wir haben. Und zum anderen, weil Sammy sich denkt, oh yay, ein Spieli auf neuer Ebene. Und dann zerfetzt er mir das Teil halt, ne? Deswegen, ich meine, klar kann man ihm das abtrainieren und so, aber naja, ich habe jetzt einfach so einen riesengroßen, super schweren Türstopper mitgenommen, einmal für hier oben und auch für unten, weil ich da immer einen Stuhl reinstelle und mir das auch auf die Nerven geht. So habe ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen für mich ganz persönlich erleichtert. Wir haben ständig unsere Lineals verloren, deswegen habe ich jetzt mal eins gekauft, das kriegt Schatzi gleich geschenkt, mal gucken, ob er sich freut. Mal schauen. Dann hat er auch irgendwie meine ganzen Bleistifte gemopst. Er hat mir zwar einen wieder hingelegt, aber der war halt nicht mit Radiergummi hinten dran. Und das ist doof. Ich brauche einen mit Radiergummi. Und ich habe keine einzelnen Radiergummis beim Action gefunden. Die waren immer nur in irgendwelchen Schreibsets drin, die ich nicht gebraucht hätte. Und da habe ich gesagt, komm, nehme ich die mal mit. Dann habe ich hier, keine Ahnung, 20, 10 von denen. Ne? Und dann komme ich da auch ganz gut mit aus. Weil manchmal möchte ich mir nur eine Idee aufschreiben, die sich vielleicht irgendwann erledigt. Das möchte ich dann wegradieren können. Wo wir schon mal bei Schatzi sind, das ist ein Lego-begeisterter Mensch. Und dieses Lego-Set stand am Eingang für, ich glaube, 7,95. Und da habe ich gedacht, komm, machst du dem Mann mal eine Freude, ne? Wenn ich schon keine Strohwaffeln für ihn mitnehme. Von Black Panther, Marvel Studios. Ich glaube, das findet der witzig. Ich weiß es nicht. Da hast du irgendwie Black Panther, irgendein Labor-Gedönsen mit dabei. Ist ab 4. Kann er vielleicht sonst mit seinem Neffen zusammenbauen. Man weiß es nicht. So, bevor wir jetzt gleich noch zu anderen Sachen kommen, habe ich jetzt hier, ich sag mal, Badezimmersachen dazu. Da habe ich zuallererst so einen Barfizzer mitgenommen. Disney, The Aristocats, das ist zum Verschenken. Ja, an eine liebe Freunde, die ich über YouTube kennengelernt habe. Dann habe ich mir Zahnseide-Sticks mitgenommen. Ich weiß, böse, böse. Zahnseide an einer Rolle wäre sinnvoller gewesen, aber... Ich mag einfach Zahnseide-Sticks. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist einfach etwas, jeden Tag verwende ich mindestens einen und dann, es funktioniert einfach. Und ich kriege das besser in meine Routine rein und bin da irgendwie, ich greife da einfach eher zu. So, und da ist das einfach irgendwie so, rausreden will irgendwie, funktioniert nicht. Okay, dann habe ich neue Tuchmasken gefunden. The Little Mermaid ist jetzt ja irgendwie gefühlt in aller Munde, aber ich finde, sie sieht hier auf dieser Maske wunderschön aus. Das ist mit Wassermelonenextrakt, auch das noch. Mensch, aber guckt euch das mal an, wie hübsch, oder? Also da bin ich hin und weg gewesen. Wie schön ist dieses Bild? Wirklich. Also du hast oft so, dass die auf irgendwelchen Masken halt diese Disney-Geschichten draufpacken und du denkst dir, das passt doch hinten und vorne nicht. Die haben es hingekriegt. Zum Beispiel das hier finde ich jetzt vom Bild her an sich schön und es passt auch irgendwie und auch mit Fabius am Start. Sebastian fehlt, oh mein Gott. Aber das passt nicht so ganz wie die andere Maske, die ich euch gezeigt habe, ne? Hier sind auch wohl Niacinamide mit drin und Panthenol ist mit dabei. Also es soll wohl alles soweit so gut sein. Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Habe ich zwei von mitgenommen. Ist übrigens in Muschelform. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das ist auch eine Muschel. Ach, es ergibt Sinn. Dann habe ich auch zweimal mitgenommen. Einmal für mich und einmal zum Verschenken. The Face Mask mit Akazia Scent, also nach Akazienduft, fand ich ganz interessant. Und dann hast du eins für dein Gesicht und eins für deinen Hals- und Dekolleté-Bereich. Also sowas finde ich auch einfach toll. Ich hatte auch schon Masken, wo das in eins war, das fand ich blöd, das hat einfach nicht gepasst. Aber hier, dass du dann deinen Hals, weil es kommt halt einfach mit der Zeit, dass du auch Hals und Dekolleté schon weiter auch mitfliegen solltest, weil ansonsten diese, ja, da ist nicht so viel zu holen, ja, aber trotzdem diese Falten,
Die hätte ich vermeiden können, wenn ich eher angefangen hätte. Was ist das für ein Move? Wenn ich eher angefangen hätte, dort auch Pflege zu betreiben. Da sind halt Falten, ne? Und ja, man tut, was man kann. Und nimmt sowas mit und freut sich einen Keks. Dann habe ich auch noch für unseren Staubsauger was mitgenommen. Das habe ich nämlich als Hack gesehen, dass man diese Duftviecher, diese Duftgranulat, in den Staubsauger reinmacht. Also wirklich in den Staubsaugerbeutel, beziehungsweise bei unserem beutellosen Staubsauger einfach in diese Kammer, wo das alles so drin ist. Entweder in einem Säckchen, damit du es wieder rauswischen kannst, oder halt einfach so rein, wenn du verschwenderisch sein willst. Und dann soll das halt alles toll riechen, vor allem die Wohnung, wenn du dann damit staubsaugst. Stelle ich mir auch voll geil vor. Und das werde ich auch machen. Und ja, das ist so Morning Energy vom Duft her. Das ist einfach frisch gewaschene Wäsche, ne? Finde ich total super. Und vielleicht kennt ihr ja auch diesen Hack. Ich habe ihn das erste Mal jetzt gehört und war wirklich hin und weg. Oh Gott, das riecht so gut, ne? Also in der Wäsche gebe ich mir das halt einfach normalerweise so nicht, beziehungsweise nicht in der Waschmaschine und auch nicht in Trockner. Aber das mit dem Staubsauger fand ich eine gute Idee. Und ich habe ja super viele von diesen Organza-Säckchen, ne? Das kannst du einfach da mit reinmachen in dem Beutellosen. Und das kannst du ja jedes Mal rausnehmen. Ist zwar irgendwann spackig und so, aber warum nicht? Dann habe ich hier auch für den Duft von Ajax Mediterranean, was? Es soll mediterran riechen. Lagunenflower. Oh. Ja, das nehmen wir gerne zum Wischen. Oder wir haben ja auch diesen Hartbodenreiniger, wo du ja auch die Wischfunktion mit drin hast, der hier wirklich in reger Anwendung ist. Nicht nur wegen Hund und Kind, sondern auch, weil ich ein Riesentolpatsch bin und Schatzi auch manchmal. Dann geben wir einfach in diese Wasserkammer noch ein ganz kleines bisschen von dem Ajax mit rein. Und Ajax hat halt einfach einen ganz tollen Duft. Und jetzt hatten wir das Rote ganz lange auch mit drin, aber das neigt sich echt dem Ende. Da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal was Neues. Ui, das riecht toll. Oh, das mag ich richtig gerne. Das ist auch frisch gewaschene Wäsche, nur halt in warm, hüllt mich irgendwie in ein Kissen ein. Oh, den Duft, der erinnert mich auch an irgendwas. Ich glaube, meine Mama hat den als Raumduft gehabt oder ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich da gerade ganz komische Verbindungen. Dann habe ich auch mitgenommen Spülschwämme, die brauchen wir auch mal wieder, ne? Also entweder halt, wenn wir ja, ganz normal spülen oder sauber machen oder sonst irgendwas am Haus machen. Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie diese Dinger leer sind. Also ich weiß nicht, was Schatzi da auch immer mit treibt. Zack, zack, sind die leer. Und dann habe ich auch gehört, dass dieses Zeug mega toll sein soll. The Pink Stuff. Ich weiß nicht, wie viele Badreiniger wir mittlerweile haben. Ich habe letztens mal nachgeguckt. Der hier musste jetzt unbedingt nochmal mit, weil ich gedacht habe, komm, alle reden darüber, dann willst du es auch mal ausprobieren. Es hat auch dieses Oxygen-Zeugs gegeben, um Flecken zu entfernen. Da haben wir jetzt, klar, Baby und so, ne? Aber da haben wir jetzt eigentlich genug Vorrat auch. Und hätten wir einen Badreiniger auch gehabt, ne? Egal, ich habe das jetzt da, das wird dann ausprobiert. Und jetzt habe ich noch ein ganz kleines bisschen Interior. Zum einen diese wunderschöne Kuscheldecke, die kommt halt hier nach oben hin. Wir haben unten ja auch unsere Decken, aber ich wollte eine auf jeden Fall für hier oben haben. Auch wenn es eher nur so eine Besucherdecke ist oder nur so eine, wenn Julius dann auf der Couch spielt, Decke. Ne? Das ist jetzt auch nichts Wildes, aber die wollte ich halt ganz gerne mitnehmen. Die fand ich auch einfach schön weich und schön und deswegen durfte die jetzt einfach mal mit. Und auch für die Couch habe ich 4 Kissen mitgenommen, wo jedes sage und schreibe 4,99 Euro gekostet hat. Also Bezug und Kissen drin. Und das Bezug kannst du waschen. Den Bezug kannst du waschen und sollte man wahrscheinlich auch vorher machen. Einmal oder zweimal halt dieses Grüne. Oder habe ich jetzt unterschiedliche mitgenommen? Ich bin ein Horst, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich meine, so schlimm ist es nicht, ne? Ja gut, dann habe ich halt 2 unterschiedlich Grüne mitgenommen. Es ist, wie es ist, ne? Lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Und dann habe ich noch so ein bisschen robustere mitgenommen. Die fand ich auch echt schön. Das ist so, woraus bist du denn? 100% Baumwolle, ja. Und die Füllung aus 100% Polyester, ja, okay. Für 4,99 wirklich cool, ne? Das ist halt, was ich schon gesagt habe, schon Farbtupfer, aber eher so zurückhaltendere Farben. Und das ist halt auch ein etwas gröberer, eine gröbere Oberfläche. Das finde ich schon cool. Und dann habe ich auch noch Schatzis Bestellung erfüllt. Der hat nämlich bei mir 3x30 Liter Boxen bestellt. Die sind hier mit so einem integrierten Deckel. Da wollte er so ein bisschen Werkzeug und so rein verstauen. Und hier fehlt einer. Oh nein! Ich glaube, damit kommen wir klar, aber das war jetzt blöd, ne? Gefühlte 1000 Grad und ich habe irgendwie... schade Schokolade. Muss ich mal im Auto gucken, vielleicht liegt die da irgendwo.
Ach Mensch, das ärgert mich jetzt. Egal, trotzdem finde ich, dass ich recht umfangreich und erfolgreich geshoppt habe. Also die Produkte werden gleich alle ihren Platz finden und ja, ich freue mich schon, wenn das alles hier so richtig eingerichtet wird und alles so seinen Platz findet und, weiß ich nicht, dann auch so schön und so aussieht. Oh, das wird so cool, weil hier jahrelang einfach Baustelle war, ne? Ja, ihr Lieben, das war jetzt hier mein Action-Haul. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!